Haben wir nichts bekommen sonst, ne? Nichts. Boah, das ist anstrengend. Damn you! In that case, I guess I'll just have to become a great ape! What? Burst open and mix! No way! Now you see! This is the end for you! 10-mal Vegeta transformiert, besiege Vegeta, Spieler TV verbraucht, 10-mal Vegeta transformiert. OMG! Anders als bei Rührenden Kämpfen müssen Wehraffen den Status brechbar haben, um Schaden zu nehmen. Greif an und bring die Ausdauer des Wehraffen auf 0 und Status brechbar. Erst dann kannst du ihm Schaden zufügen. Überrasche einen Wehraffen und wirf seinen Schwanz auf... um Ausdauer stark zu schwächen. Ein Wehraffe, der im Status brechbar geworfen wird, einen hohen Schaden. Du hast eine Chance auf Nachsetzen. Great, hey. A monster! Let me tell you something, Fox. Saiyans in their Great Ape form have Ich weiß nicht mehr, wie man grapscht. Option. Steuerung. Scouter Shade. Wie greif ich? Mann, wie greif ich denn? Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Wie greift man? Power's 10 times greater than normal. I see. Now I get it. The monster that killed Grandpa. And the one that destroyed the arena. Wie hast du den gegriffen? That was all me. This is the Great Ape. It's huge, yeah. But you can't... Wundervoll. Danke, Son Goku. Go on. I'll go with you. Yes. Oh ja, kämpft mit uns allen zusammen. He became a great ape, but he'll turn back and cut his tail off. Go on. Let's go cut off that tail. Yeah. Hey guys. Let Krillin cut off the tail. Wundervoll. Nice! Damn it! My tail! Ich hab gar nichts gemacht! Eigentlich, außer ein Kamehameha abzufallen, dafür dürfte ich kein S kriegen. Nice, nice! You did it! Keep that up, my friend! Kein Level up. Wir sind ja auch schon Level 11 jetzt. I did it! I cut his tail off! Yes! Yes! Back to normal! You bastards! You're absolutely begging to die today, aren't you? Yes! You got him out of the Great Ape form! Now! Komm schon! Brauch mehr Kraft, um Son Goku zu helfen! Jetzt! Sehr schön! Wundervoll! Ha! Steh auf, Vegeta, komm! Ja!
Sauber, Son Goku! Kamehame! Ha! Brauch Kraft, ich hab gerade keine mehr. Beschäftige ihn ein bisschen! Sehr schön! Nice Angriff! Gute Kombination! Ha! Wie gesagt, Kamehameha ist aus Dragon Ball der Serie übernommen und das war's jetzt! Doppelsonntag! Fick dich, Vegeta! Und tschüss! Mit dem Kamehameha von Son Goku. Auf Wiedersehen. Das müsste auch nur ein A sein. Ja. Nicht schnell genug totgeprügelt. You're not getting away. Why are you stopping me? Krillin, it's okay. What? Next time, I'll meet him on my own. Thank you. Oh mein Gott, finally, das war cool. It's back to normal now. The Scroll of Eternity has been corrected. Still, sollte man meinen. Why did something like this even happen? It should be impossible. You can't change history like this. It seems someone traveled through time and changed history, just like how you did in the past. Right, Trunks? Hello! Hello there! This is the master of the Time Nest. She's the Supreme Kai of Time! And a very important person. She manages the flow of time throughout the entire universe, keeping a close eye on history and protecting it. What the? What are you doing? Really? Just what in the heck do you think you're doing? What is your deal today? Are you using my head as a perch? Shut up! I don't care if you're mad. I demand an apology. You're heavier than you look, you know. As I said, she's a very important person. Just trust me. Oh, man. Geez. Supreme Kai of Time? Oh, sorry. Anyhow, you must be the warrior Shinran summoned. I'm the Supreme Kai of Time. Nice to meet ya. You know, she may not seem like it, but she's in quite a high position in the universe. By the way, that bird you saw just now? That's my best friend, Toki Toki. Na, so wie die Stadt heißt. Best friend that steps on you, maybe. This is good. You guys seem quite talented. In other words, I think... Thank you very much. But sadly, until we find the cause, this is far from over. What the... What in the world is happening? Seems there are two time travelers with strange energy, and they're messing with the flow of time. I don't know what they're up to, but I'll tell you what. I have a bad feeling about this. A time-traveling duo? Who could that be? Let's start by finding them. Let's do this. Budu budum, neuer Erfolg.
Einzelspieler-Lobby. In der Einzelspieler-Lobby sind Soldaten anderer Spieler in Toki-Toki-Stadt als NSCs mit Namen in Gelb sichtbar. Zahl ihnen Zeni, um sie deine nächsten Parallelquest zu rekrutieren. Okay, lol, cool. Rekrutieren kannst du als Teamleiter. Öffne die Spielinformationen des NSCs, also NPCs, deiner Wahl und rekrutiere ihn dort. Wenn dir ein Soldat gefällt, füge ihn deine Favoriten hinzu und rekrutiere ihn jederzeit im Favoritenmenü. Das ist cool. LOL! Im Mehrspielerlobby kannst du mit anderen Online-Spielern kommunizieren, Teams bilden, kämpfen und zusammen auf Parallelquests gehen. Teams bilden, kämpfen und zusammen auf Parallelquests gehen, das ist geil. Du kannst auch andere Spieler zu Favoriten hinzufügen oder sie zu Kämpfen herausfordern. Ha, Bandai, du andersrum. Schleichwerbung. Du kannst jemanden über die Spieldaten, über den Spieldatenbildschirm in dein Team einladen oder hinzufügen, zu Favoriten hinzufügen oder herausfordern. Okay. Ja, ja, Trunks, aber ich bin jetzt momentan nicht ready for this. Wir passen uns erstmal an, haben nur ein Level geschafft in dem Kackkampf. Ich bin ja mit den Key-Angriffen am stärksten werden. Hatte ich zumindest vor. Spiel ist der Oberkracher und macht richtig viel Laune. Yep. Toll, wie du die Elite, wie du den Elite-Saiyajin-Krieger besiegt hast. Hier ist ein Geschenk für deine Bemühungen. Es gehört dir. Was kriege ich wohl jetzt? Kraftkapsel S. Wupp, wupp. Hier sind übrigens andere Krieger. LOL. Engelsflügel. Ach, Y. Rekrutieren. 4000. Level 30. OMG. Engelsflügel. Dynamitkick. Exklusive Bubu-Schlag. Ausweichfähigkeit. Hochspannungswende. Super Kamehameha. Volle Kraft. Energiestrahlvolley. Okay. Ist ja auch Level 30. Na klar. Level 70. Das sind bestimmt nur die Highskill. Alter, Level 80. Jetzt geht's langsam auch los. Level 1. Kamehameha, Level 1, okay. Weißt du, da haben die Leute schon so hart gesuchtet, dass sie sich schon dann hier schieß mich tot Charaktere haben. Ja, ihr seht das hier. Das sieht richtig cool aus. Aber der ist natürlich auch richtig stark. Ein Ausdauer richtig gut. Das ist wahrscheinlich auch das, was ich dann die Ketten des Structo-Disc. Die sind alle voll hoch. Ich kann mir denken, dass das... Also das ist echt übel. Die sind wirklich echt alle ziemlich hoch gelevelt. Gegen die sehe ich meistens aus wie ein... Ne? Jetzt mal ohne Spaß. Müssen mal eine Teamregistrierung machen. Ja, Teamgröße, 3 Spieler. Questfokus. Also wir suchen auf jeden Fall Level 50. 40. Wir können ja jetzt die Stufe 2 Quests machen. Mir wäre ja am liebsten, dass wir die Kaioken bekommen. Son Gokus Muten Roshiji.
man die wohl bekommt. Den Kampfanzug von Radezin können wir schon kaufen. Den Kampfanzug von Nappa hab ich voll verkackt. Ach, sieh an, da müssen wir die Kämpfe gegen die nochmal spielen. Nein, ich wollte dort gar nicht. Ach, egal. Wollten wir das eigentlich nur angucken? Nope, zurück. Ich kann nicht vor dazu machen. Ausnahmsweise mal. Ich würde eigentlich gerne, aber dafür gibt es dann wieder richtig viel Knete, ne? Niemand ist stärker als ich. Vegeta beim Einzug. Urlaubsauslöschung. Das wäre schon richtig cool. Oh, gar nicht schlecht. Rekrutieren. Kosten ja nix. Die kosten ja nix. Wenn die unser Level sind oder niedriger. Destructo-Disc. Destructo-Disc! Ja, wenn wir wieder mal Krillin finden, da ist er. Können wir von dem inzwischen vielleicht jetzt neue Fähigkeiten lernen. Son Goku, wir haben lange trainiert. Wir waren nicht immer stark. Darum niemand sagt das. Das wollte ich dir sagen. Ich möchte eigentlich weiter trainieren gegen Krillin. Da haben schon Leute die ultimative Destructo-Disc. Typen sind teilweise echt übel. Hier der zum Beispiel, ach, der ist nur Level 5. Das ist aber schon ziemlich cool. Objektladen. Guck mal, da ist Piccolo. Ja. ...800. Na egal. Ja. Ansonsten brauche ich eigentlich keine Kapseln. Hm. Sprich mich nie wieder an oder so, ne? Ich habe das gerade mit Absicht weggedrückt. Wenn mich hier nämlich noch umgucken. Jetzt können wir nämlich mehr Zeugs kaufen. Das bedeutet doch theoretisch, dass wir auch neue Fähigkeiten kaufen können. Vielleicht ist mit neuen Fähigkeiten auch was Cooles bei. Crush. Super Abwehr. Steige schnell auf und verschwinde fast. Verschwinde fast, um Gegner schon zu entgehen. Super Frontsprung. Ja. Sind leider keine Fähigkeit, mit der wir uns generell verbessern können. Vielleicht können wir die Kajuken freischalten durch... Ich habe keine Ahnung. Ja, da wird auch die Ki gestärkt, Kilins. Da wird die Superangriff gestärkt. König Pilafs Kleidung, what the fuck. Gucken wir mal kurz, was Piccolos Klamotte bringt. Ja, die bringt ja richtig viel Ausdauer und richtig viel nee, ich behalte Piccolos Ausdauer. Key-Fähigkeiten-Einsatz. Ja, wir machen meistens trotzdem Nahangriffe-Fähigkeiten.
Ja, wir haben momentan halt nur eine, ne? Kamehameha und Doppelsonntag sind ja meine Fähigkeiten, die ich momentan benutze. Ja, Fähigkeiten haben wir ja gerade schon nachgeguckt, da ist ja nichts Neues bei. Ja, ist ja nichts Neues bei. Erika. L5. Hauptsache, die kann schon Super Saiyan 2 WTF. Aktiviert in Krisensituation erlittener Schaden leicht reduziert. Ach lol, das sind Z-Seelen. Ja, da sehen wir auch, da gehen dann die Sachen nach oben. Jetzt haben wir mal eine Z-Seele bekommen. Hier die Z-Seele, gut, ich gehe zuerst. Ist eigentlich auch gut für uns, weil wir auf Key-Angriffe uns spezialisieren. Ach, doch, Fähigkeiten. Ach nee, hier. Ausrüstung. Z-Seele, sammle all deine Kraft. Und du wirst bestehen, Level 40. Richtig geil. Aber Leute, an dieser Stelle... Alter. An dieser Stelle werde ich mich erstmal von euch verabschieden. Kann ich doch. Ach verdammt, ich habe gedacht, ich mache einen Emote, aber... Satz mit X, das war wohl nix. Wie gesagt, an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Das war Dragon Ball Xenoverse mit mir, dem Nefkara. Genau, da verschränkt er schön die Arme. Und wir sehen uns dann am Samstag wieder. Außer ihr wollt natürlich mehr Folgen haben, schreibt das dann in die Kommentare. Und wie gesagt, ansonsten sehen wir uns nächste Woche Samstag wieder, beziehungsweise Sonntag, wie auch immer, wie lang die Folgen sind. Immer um 15 Uhr, Samstag, Sonntags. Und bis dahin, alles Gute. Haut rein. Ciao, ciao. Schnibbel die Stab und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse mit mir, dem Nefkara. Ja, also Let's Play natürlich. Wir haben zuletzt ja Vegeta von dem Planeten Erde verjagt. Bitch! Jederzeit wieder. Ich wollte die Online-Server zugreifen, aber das funktioniert mehr schlecht als recht. Piccolo ist wieder mein Meister. Ba, 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 ba. So. Saiyajin-Angriff. Der Kampfanzug Vegeta beim Einzug. Niemand ist stärker als ich. Knete, knete, knete. Das ist bestimmt schwer als Zusatzkampf hier. Ja, der Schwierigkeitsgrad ist schwierig vom Spiel teilweise. Also wir haben ja letztes Mal ganz gut gekämpft eigentlich. Natürlich mit unserem selbst erstellten Kämpfer. Inzwischen habe ich ja auch Raditz, Nappa und Vegeta in Normalform. Ja. Dann nehmen wir uns natürlich jetzt Son Goku in der Normalform. Ja, der hat Ausdauer ohne Ende und natürlich... Ja, Piccolo ist mein Meister. Nehmen wir doch mal Krillin dazu. Ja, ja. Wir siegen gerade Nappa und Vegeta. Jetzt müssen wir die alle parallel verprügeln. Alright, let's go.
by your own brother? My name is Goku. My name is Goku. Oh ja. So. Okay, das war jetzt nicht so cool, wie ich gedacht habe. Das hat's hier gegeben, hoffe ich. Ha! Naja, nicht richtig erwischt. Das hat gesessen. Der ging ja total nach hinten los. Fuck you, bitch! Wundervoll gemacht. Sonst noch irgendwas hier? Dann bei den Steinen. Go, go! Haben wir bestimmt zu lange gebraucht eigentlich. Okay, Nappa und Co. Meine Attacke ging deutlich schneller. So, Energiekapsel ist... Fuck you, Nappa!
Damn it! Da unten ist sie am Schuh, what the fuck? LOL. Das gewusst. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir meine Energiekapsel nicht reingeworfen. As I say in yourself, you should be. Let me show you the true power of a Saiyan elite. Go, go. Go, go! You really think you stand a chance against what I think? Und immer noch erwischt mit dem Kamehameha! Wunderschöner Treffer mit dem Kamehameha. Und gefinisht. WTF, Nappa und Raditz. I am the strongest Saiyan this world has ever known! Und fuck you, Nappa! Damn it! Und fuck you, Vegeta! Und das kam ja mir auch noch hinterher. Raditz und Koto Gebrühl, das gibt nur ein B oder so. Incredible. Absolutely incredible. Oder ein S. Level up! Aurasplitter, niemand ist stärker als ich. Kampfanzug von Vegeta, sauber. Mischkapseln, Regensplitter, Aurasplitter. Nice.